Professor Korte, noch nie war eine Bundesregierung 6 Monate nach der Wahl so beliebt wie aktuell die Regierung Merkel. Wie lässt sich die außergewöhnliche Zustimmung erklären? Einmal an der Höhe des Vorabverrisses. Das war sehr ausgeprägt, sodass die Erwartungshaltung gering war. Aber die Möglichkeiten im Moment, vieles einzulösen, was in der Koalitionsvereinbarung aufgeschrieben worden ist, auch in einer Schnelligkeit, überrascht viele Beobachter. Zudem kommt hinzu, dass das offenbar sehr geräuschlos auch läuft innerhalb des Koalitionsmanagements, wenn man mal die ersten wenigen Tage abzieht. Sie bezeichnen Angela Merkel als Kanzlerpräsidentin. Was meinen Sie damit? Na, sie hat einen Stil entwickelt, der sich für viele Themen Ad-hoc-Mehrheiten organisiert. In den zentralen Krisenthemen wie Euro hat sie das auch parlamentarisch unter Beweis gestellt, weil sie bis auf die Linke Mehrheiten organisieren konnte. Ansonsten steckt dahinter ihre Art, erklärungsarmen Pragmatismus als Stilelement verdichtet zu haben, der eben auf Sicht fährt, Wirklichkeiten beschreibt, niemals Möglichkeiten, und mit dieser Wirklichkeitsbeschreibung eben auch den Nerv der Zeit sehr gut trifft, offensichtlich. Und man, da keine Gestaltungsziele beschrieben werden, auch nicht polarisiert sich damit auseinandersetzen kann. Das fällt einem insofern dann schwer. Insofern kann man sehr schnell Mehrheiten organisieren, parteiübergreifend. Und vielleicht ist das eine Schlüsselvariable, die in der politischen Kultur eben auch sehr gut ankommt, über den Parteien zu stehen, einen Parteihader geradezu auszuschließen, ein Stück weit politische Romantik, die sie vorlebt. Ist das in der aktuellen Bundesregierung auch noch der Fall? Ja, das ist sehr der Fall, weil ja die Deutschen zunächst auch noch mal eine Sehnsucht nach der Großen Koalition offenbar ja hatten. Das Überparteiliche wirkt immer so, als wäre man den Parteihader, hätte man den Parteihader nicht notwendig oder nicht nötig. Und es ist eine geräuschlose Art, die von der Großen Koalition ausgeht, die ganz typisch ist für Große Koalitionen. Lähmungswirkungen des Parteienwettbewerbs hängen immer damit zusammen. Es ist eine gähnende Langeweile, geradezu innenpolitisch ausgebrochen, die aber zum Stilelement gehört, Probleme dienend abzuräumen für uns als Bürgerinnen und Bürger. Das ist die Aufgabe, so wie sie ihre Rolle sieht. Die FDP ist seit 6 Monaten nicht mehr im Bundestag. Fehlen die Liberalen der deutschen Politik? Wenn Liberale wirklich fehlen würden, könnte man sich Gedanken machen über diese Demokratie. Liberal im Sinne bürgerlichen Freiheitsstrebens. Nun haben viele Parteien dieses Momentum ja übernommen. Es fehlt in der Tat eine Partei, die modernen Liberalismus so definiert, dass er darauf eingeht, die Grenzen des Freiheitsmissbrauchs auch zu interpretieren. Denn in den letzten Jahren sind viele Krisen durch zu viel Freiheit entstanden und nicht durch zu wenig Freiheit im Internet, genauso wie an den Finanzmärkten. Und darauf eine kluge, moderne, liberale Antwort, da ist man gespannt, und das wäre im Parteienspektrum auch interessant zu sehen. Was mit den Liberalen fehlt und untergegangen ist, ist letztlich eine Ansprache gegenüber Selbstständigen, gegenüber auch Marktelementen viel stärker und auch so etwas wie Eigentum. Also Eigentum, Markt, Selbstständige haben eigentlich keine Klientel, die sie als Partei finden können. Und insofern ist da auch eine Lücke, die durchaus eine Partei übernehmen könnte. Welche Chancen haben die Liberalen auf eine Rückkehr in die Bundespolitik? Nun, die Aufmerksamkeitsökonomie ist gnadenlos. Insofern ist nicht relevant im Moment, ob man auftaucht, sondern wenige Tage letztlich vor der kommenden Bundestagswahl. Wie schafft man es aber außerparlamentarisch, Aufmerksamkeit zu generieren? Das wird die große Kunst sein. Gibt es also ein Alleinstellungsmerkmal, das für Berliner Journalisten es interessant erscheinen lässt, über die FDP dann zu berichten? In der Regel sind das Personalkontexte, also schafft es Lindner bis dahin so interessant zu sein mit einem markanten, auch sprachlich markanten Alleinstellungsmerkmal, dass er vielleicht eine Lücke füllt, um Nachrichtenwerte zu produzieren im Bundestagswahljahr.
Alles andere ist im Moment vergebene Liebesmühen, wäre nicht wirklich relevant, um bei der Bundestagswahl reüssieren zu können. Die Grünen sind nachdem sie aus dem Bundestag geflogen sind, wieder reingekommen. Die Linke haben es auch geschafft. Also man kann es durchaus schaffen, wenn man einmal draußen war, wieder reinkommen. Nach Jahren der Skepsis und Politikverdrossenheit wächst laut Umfragen erstmals wieder das Zutrauen in die Politik. Welche Ursachen sehen Sie für dieses neue Vertrauen? Es ist so eine sorgenvolle Zufriedenheit, die im Moment so die politische Kultur charakterisiert. Auf einem hohen Wohlstandsniveau, eine Zufriedenheit, ein bisschen auch das Gefühl, viele der Krisen sind offenbar eingehegt, was Finanzkrisen anbelangt. Und das bringt so ein Ruheempfinden mit sich, was automatisch auf die Politik übertragen wird. Aber Politik in dem Sinne, dass die Politik offenbar in der Lage ist, Probleme zu lösen, die die eigenen Statusängste nicht vergrößern, sondern sie zumindest einhegen. Deswegen ist die Gesellschaft nicht politischer geworden, sondern unpolitischer eigentlich geworden in der Auseinandersetzung damit. Und es ist eine politische Ruhe damit einhergekehrt, die aber dem Parteienwettbewerb nicht wirklich angemessen widerspiegelt, so wie man sich das in einer Demokratie wünschen würde.